Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich gehe direkt mal in medias res. Sie haben in Ihren Mappen so ein Keratokonus-Schema drin und das ist das, was wir zurzeit sozusagen zur Therapie des Keratokonus benutzen. Wenn Sie sich angucken, fällt erstmal auf, naja, früher gab es im Prinzip nur diese eine Schiene hier, die ging hier runter, man hat eben abgewartet und geguckt, kein Augenreiben, mit Kontaktlinsen therapiert, Kontrollen gemacht und wenn es dann nicht mehr ging, wurde eben operiert, entweder als tiefe Anteriore oder perforierend. Und zwischen diesen beiden Extremen, nämlich warten und operativ gar nichts tun und der Keratoplastik, gibt es eben jetzt ganz viele Therapieformen und da möchte ich gleich mal aufgehen, da gibt es einige sehr interessante Neuerungen auch. Ihnen fällt auf, es ist jetzt hier eigentlich gar kein, hier stehen eigentlich gar keine Keratokonus-Stadien, die Sie vielleicht kennen, diese klassischen Amsler- oder Amsler-Krummeich-Geschichte von 0 bis 4, die stehen an sich jetzt da gar nicht, die stehen da auch bewusst nicht, weil es eben so verschiedene gibt. Je nachdem, welches Messsystem man nimmt zum Keratokonus-Staging, fallen die recht verschieden aus. Von der Topografie über die Scheinflugdarstellung, Aboroskopie, jetzt neuerdings auch die Biomechanik der Kornea, gehen alle ein in das Keratokonus-Staging. Und selbstverständlich sind aber auch die alten Verfahren, was heißt alt, sehen wir auch gleich, wie Skieroskopie oder eine manuelle Keratometrie, zur Erstdiagnose keineswegs out, sondern damit ist man auch nicht hilflos. Jetzt je nachdem, was für eine Technik aufkam, gab es Stadieneinteilungen. Da gibt es eben ganz viele. Die Amsler-Krummeich, dann kam die Topografie, dann kam Rabinowitz, dann kam Smolek-Kleist mit den verschiedenen Irregulari-Indizes. Dann ging es los mit der Tomographie, also mit der Scheinflugdarstellung, wo auch die Kornea-Rückfläche dargestellt werden konnte. Da gab es wieder neue Staging, wo dann auch die Aberrationen, also was wir als fehlerhöhere Ordnung bezeichnen, mit dabei sind und so weiter. Dann gab es sogar, die sehen wir gleich auch, dieses Corvis, das heißt die mechanischen Eigenschaften der Kornea. Und schließlich hat man das hier mal alles zusammengefasst und gesehen, die Spezifität und Sensitivität der Keratokonuserkennung und des Stagings, die ist gar nicht so schlecht. Und diese ganz alte klinische Einteilung ist auch nicht viel schlechter als die neue. Ganz grob. So, und wenn man sich das, jetzt könnten Sie das Video gleich mal starten und das ist hier, da bin ich sehr stolz auf die Aufnahme, schauen Sie sich das mal an. Das ist ganz simpel, eine Skieroskopie über ein Keratokonusauge und Sie können hier sehr schön dieses Öltropfenphänomen hier betrachten. Das ist das weniger betroffene Auge. Hier sehen Sie den Lichtreflex. Ganz einfache alte Technik mit dem iPhone durch ein Skieroskop gefilmt. Simpler geht es nicht mehr, aber hier sehen Sie ganz eindeutig schon, also für eine qualitative Diagnostik reicht das völlig aus. Natürlich keine quantitative, dann muss man ein bisschen mehr machen. Klar, das ist die Refraktion dazu mit einem schlechten Visus. Und dann kann man eben über zum Beispiel Aboroskopie auch mal simulieren, was solche Leute sehen. Da sehen Sie, das ist eine simulierte Sehprobentafel mit diesen Schattenbildern, die die Patienten ja oft beschreiben. Und da sehen Sie, dass der Hochkontrastvisus noch eine ganze Weile ganz gut ist. Hier bis auf 0,5 kommt das noch. Hier, das ist auch der Visus, den der Patient klinisch angibt mit den üblichen Schwankungen. Schafft er das noch, aber darunter wird es dann sehr schwierig. Das ist der korrigierte Visus. Ja, das ist das, was er mit Brille sieht, nicht ohne Brille, selbstverständlich. Das ist also das, was übrig bleibt, wenn er brillenkorrigiert ist. Gut, und warum ist das so? Naja, wegen diesen Öltropfen, die Sie da gerade gesehen haben, die sich als fehlerhöhere Ordnung oder irregulärer Astigmatismus dann hier in der Zernike-Dekompensation zeigen. Bei diesem Fall mal zu bleiben, wenn man dann Staging macht, die Scheinflugkamera von Oculus, die macht das automatisch, dann kriegen Sie ein Staging. Und dann hat man hier zum Beispiel schon einen Fall, den wir mal durchgehen können, wie man den therapiert und wo der einzuordnen ist. Das ist eine Patientin, die war etwa so Mitte, Ende 20, Wunsch nach verbesserten Brillenvisus hatte sie gehabt und die Kornea-Dicke ist hier noch über 450 μ und der Keratokonus ist progredient. Dann kann man jetzt ins Schema gucken und schaut hier, aha, ein progredienter Keratokonus, die fehlerhöhere Ordnung sind deutlich größer, die hat Aberrationen mit Brille, also diese Schattenbilder. Dann kommt zum Beispiel in Frage ein Crosslinking zusammen mit einer Topo-PRK. Gehen wir das mal gerade durch. Das ist zum Beispiel so ein Schema, wie wir dann vorgehen. Wir laden die Daten in den Computer ein. Der macht uns ein Strahlprofil für ein speziell auf diesen Patienten abgestimmtes
oberflächliche PRK-Muster. Jetzt sagen Sie, um Gottes Willen, ist ja schon eh eine dünne Hornhaut, sei der verrückt, die weiter zu verdünnen. In den Fällen geht das aber sehr schön. Wenn die Hornhaut über 450 μ ist, kann man das machen. Der maximale Abtrag ist ja 27 μ. Und damit kriegt man eben diese Schattenbilder, geht man damit an, diese fehlerhöhere Ordnung, nicht die Brille. Ja, dem Patienten sind natürlich hinterher auch noch Brillenträger, das ist klar. Wenn man das dann nachschaut, das stimmt überein mit Wellenfront, mit den Messungen der Tomographie und der Topographie, dann kann man das folgendermaßen therapieren, wenn Sie das erste Video mal starten. Zunächst die PRK hier oben, das ist die Topo-PRK, ist schon vorbei, zweite Video. Dann kommt dieses Riboflavin, wird dann auf die Hornhaut getropft und dann mal das dritte Video und schließlich die Vernetzung. Schauen wir uns das Ergebnis an, 9 Monate postoperativ. Der Visus ist angestiegen, der korrigierte Visus von 0,5p auf 0,8. Schönes Ergebnis. Und hier sehen wir nochmal das Ergebnis. Das war es vor der Operation und das ist gemacht worden und das war es nach der Operation. Hier sehen Sie natürlich immer noch rot, die hat natürlich immer noch ihren Astigmatismus, aber diese Irregularität ist weg. Und das ist das, was wir hier durch diese topografische PRK erreicht haben. Man kann das auch noch mechanisch dann zeigen, machen wir gerade das Video an. Das sind mechanische Hornhäute im Vergleich vor und nach dem Crosslinking. Vielleicht nochmal, dieses Wabbeln dieser roten Hornhaut ist vor der Vernetzung deutlich mehr. Wenn Sie sich das anschauen hier, die rote Hornhaut, die unvernetzte, wabbelt deutlich mehr, hat also eine geringere mechanische Steifigkeit. Ja, also das ist ein sicheres Verfahren für Keratokonus Stadium 1 und 2. Wir haben in unseren Augen, die wir bisher gemacht haben, keinen Fall von Progredienz gehabt und außer einer Visusminderung durch eine Hornhautinfektion haben wir bei allen eine Verbesserung dieser Schattenbilder gehabt. Und in mehr als der Hälfte steigen die Augen vom Visus um 2 Zeilen an, was ja ein tolles Ergebnis ist. Gut, gehen wir weiter im Schema. Hier bei Patienten, die so ein Crosslinking gehabt haben, wo eine relativ stabile Hornhaut Situation vorliegt, kann man natürlich auch überlegen, einen refraktiven Eingriff zu machen, wenn die keine Kontaktlinsen vertragen. Das ist so ein Beispiel, eine torische ICL, ein Jahr nach Crosslinking ist die Hornhaut stabil, der Astigmatismus überwiegend regulär und die müssen natürlich einen guten Brillenvisus vorher haben und dann kann man hier so eine ICL implantieren. Sie sehen hier die ICL implantiert, dazwischen der Spalt und hier die eigene Linse mit einem Visus von SC1.0. Ja, was machen wir mit den Patienten, die nicht im Frühstadium erwischt werden, sondern die schon ein bisschen stärkere Stadien haben, so 2 bis 3. Eine Alternative war da immer Ringe implantieren, diese 2 Ringsegmente, die Sie hier sehen. Das ist ein Beispiel von einem Patienten vor der Operation, gerade noch so ein 5-Meter-Visus, nachher 0,4 pp. Das Problem bei diesen Ringen ist immer, bei uns und auch in der Literatur, die haben eine sehr gute Wirkung, aber eine sehr breite Streuung von der Wirksamkeit. Und da gibt es eben jetzt auch eine Innovation, wo wir uns erhoffen, dass wir da die Streubreite ein bisschen verringern können, wenn Sie das mal starten, nämlich nicht mehr 2 zu implantieren, also die Femtopräparation des Tunnels, die ist wie vorher. Und dann gibt es eben einen neuen Ringtyp, nämlich nicht mehr diese 2 Segmente, sondern einen, der praktisch wie so ein Korsett den Keratokonus umschließt, wie man hier sieht, und den man so dann in diesen Femtokanal hineindrehen kann. Das hier ist schon ein bisschen Riboflavin für die folgende Vernetzung. Und der dann die Pupille so umschließt. Das sind jetzt die ersten Daten. Sie sehen, da haben wir jetzt noch keine großen Daten, da haben wir insgesamt erst 3 Patienten gemacht, aber Sie sehen, präoperativ diese Krümmung hier und postoperativ, wie die Hornhaut doch deutlich regularisiert ist. Die ist jetzt noch etwas geschwollen durch das Crosslinking, das ist wirklich unmittelbar postoperativ. Aber wenn wir da Daten haben, da erhoffe ich mir auch nochmal einen Sprung, dass man auch fortgeschrittene Keratokoni erstmal mit so einem Ring behandelt, bevor man die transplantiert. So, jetzt haben wir noch ein besonderes Schmankerl für Sie, nämlich was ist, wenn die Konuspatienten älter werden oder wenn die zusätzlich eine Katarakt haben.
Hier habe ich ein Beispiel von einer Patientin, kann man ganz gut nehmen als Beispiel. Die ist zu uns gekommen mit dem Wunsch nach vom Augenarzt mit Frage operativer Eingriff bei Kontaktlinsenintoleranz und Beginn der Katarakt links. Jetzt hatte diese Patientin, wie Sie sehen, wie ist es auf 0,2 abgefallen. Das ist das linke Auge dieser Patientin. Und hier fällt ja was auf, an dem Auge ist ja schon was gemacht worden. Offensichtlich hatte die schon eine Operation, und zwar ein Crosslinking und eine ICR-Implantation in der Türkei vor ein paar Jahren. Und Sie sehen hier, der obere Ring ist sehr nah an der optischen Achse, eigentlich zu tief angesetzt. Die Ringe hier, diese zwei Halbringe, was auch so ein Problem ist, korrespondieren nicht richtig. Der eine ist hier sogar schadhaft. Das ist natürlich, wenn man sich das in der Scheinflug anguckt, klar, dass das auch nicht richtig zentriert ist. Der obere Ring hier viel zu nah dran an der optischen Achse. Und hier sieht man die beginnende Katarakt. Ja, das ist das, was die Patientin dann an Optik des Auges hat. Massives Koma, ein sogenanntes vertikales Koma, das sind diese fehlerhöhere Ordnung und die Bilder dann natürlich, die Bilder extrem verzerren. Was fängt man mit so jemand an? Man kann eine normale Linse implantieren, man kann auch überlegen, ob man das bisschen, sage ich jetzt mal, regulären Astigmatismus hier mit einer torischen Linse ausgleicht, aber Ideallösung ist das nicht. Die Ringe rausholen, die Halbringe mit fraglichem Ergebnis. Schwierig. Und was tun? Naja, die Lösung, die wir gewählt haben, die ergibt sich eigentlich aus der Optik. Das ist die Optik dieser Patientin mit einer großen Pupille. Sie sehen, das ist die sogenannte Point Spread Function, das heißt, das ist ein Punkt durch das optische System dieser Patientin abgebildet auf die Netzhaut geworfen. Und dann sehen Sie dieses Chaosmuster hier. Und daraus entsteht das, was die Patientin sieht. Ja, dieses schlechte Sehen entsteht daraus. Wenn ich die Pupille aber verkleinere hier von 6 auf 3 mm, das ist, hier ist die Pupille jetzt verkleinert, dann ist die Hornhaut dieselbe. Aber durch diese verkleinerte Pupille kriege ich einen Pinhole-Effekt. Und dadurch habe ich eine deutlich bessere Abbildung auf der Netzhaut. Wenn ich das in eine Linse übersetze, dann machen Sie das Video mal an, dann kommen wir zu einer nochmal ganz neuen Generation von IOL. Hier, das sind die Intex. Ich messe das gerade aus, um zu gucken, wie die Rexis-Größe da ungefähr hinkommt. So, das ist jetzt eine normale Phaco. Die überspringen wir jetzt. Das ist die, und das ist die neue Linse, die wir da benutzen, die sogenannte IC8. Jetzt stoppen Sie mal an der Stelle das Video. Das ist eine 6 mm Optik, hydrophobe Linse. Und Sie sehen, die hat so eine Art Kameraimplantat, wie Sie es vielleicht von der Hornhaut kennen. Hat die in der Mitte. Das heißt, dieses Pinhole in der Mitte, der Durchblickspunkt ist ungefähr 1,6 mm, das Ganze ist etwa 3,2 mm groß. Und, ups, Moment, können Sie es nochmal weitermachen an der Stelle? Okay, da müssen wir nochmal die Phaco gucken. So. Das heißt, was diese Linse jetzt macht, ist genau diese optischen Aberrationen, die wir eben gesehen, ausblenden. Und nicht viel anderes, als wenn Sie dem Patienten eine stenopäische Lücke vorhalten. Das ist die Linse. Die Lücke ist natürlich optimal gerechnet auf die Stelle, wo die Linse im optischen System sitzt. Deshalb ist die auch ein bisschen anders als beim Hornhaut-Kamera-Implantat. So, hier implantiere ich jetzt gerade die Linse. Sie sehen, das ist eine ganz normale Implantation. Die Haptiken kommen in den Kapselsack. Da unten. So, jetzt ist sie im Kapselsack, jetzt wird sie noch zentriert. Und hier sehen Sie das Endergebnis der Operation. Und ich war selbst, muss ich sagen, etwas überrascht über den Erfolg am nächsten Tag, den wir uns gleich ansehen. Die Patientin sah S10-03 und mit dieser kleinen Restrefraktion Visus von 0,6. Da war ich also wirklich überrascht, muss ich sagen. Das hätte ich nicht erwartet von präoperativ, gerade mal eben so Tafelvisus. Blendung war weg, keine Doppelbilder. Ganz, ganz glückliche Patientin. Hier sehen Sie die Linse in Loco, schön zentriert auf die optische Achse. Und wenn man die weit macht, dann sieht man auch, da kann man die Netzhaut trotzdem sehen. Das geht noch gut. Hier sieht man auch im OCT, dass sie kaum Beugungsphänomene hier am Rand macht, weil die extrem dünn sind, die
dieses Inlay in der Linse, das ist nur etwa 5 Mikron dick, und hier ist dieses Pinhole. Hier sind die Intacs, und dadurch wird eben diese Intacs-Irregularität ausgeblendet. Ja, nach dem Schmankerl nur ganz kurz zum Schluss. Natürlich gibt es Patienten, die nach wie vor eine Keratoplastik brauchen. Solche Extremfälle wie dieser Patient hier mit zentralen Vernarbungen, die brauchen natürlich nach wie vor eine Keratoplastik. Ob das dann als DALK geht, muss man sehen. Nicht in allen Fällen, wenn die schon Hydrops hatten oder wenn die Deszimet membranisch in Ordnung ist, geht es nicht als DALK. Dann nimmt man eben eine perforierende Keratoplastik. Wir haben jetzt gehört nach Herrn Schumann, auch nicht so schlimm, weil wir ja gegebenenfalls, selbst wenn das Endothel mal nach 20 Jahren schlapp macht, eine DMEC dahinter setzen können. Das haben wir jetzt auch schon mehrfach gemacht. Und die Femto kann man hier auch einsetzen, um schöne Adaptation der Wundflächen zu kriegen. Ja, gut, das war ein schneller Ritt durch die Keratokonus-Therapie. Wie gesagt, die Bilder oder den Vortrag können Sie auch als PDF kriegen. Schreiben Sie uns eine Mail, dann stellen wir uns das zur Verfügung. Vielen Dank.